Hallo, ich bin der Markus von Spielen Programmieren und ich bin jetzt beim Messestand von der Presse. Und ich rede jetzt mit der Irina und dem Marco. Okay. Was macht man so bei der Presse? Naja, wir sind nicht direkt von der Presse, wir sind von der Presselogistik. Wir machen die ganze Promotion für die Presse. Verkaufen Abos, Tester, Zeitung, machen das halt eben populär, die Zeitung. Genau. Und wir vermitteln auch weiter die Workshop-Programme von unserem Redakteur und vermitteln Leute, die interessiert sind an einer Karriere bei der Presse, vermitteln die weiter zu dem Workshop-Saal 1. Wie viel man verdient, das ist unterschiedlich, wie gut man arbeitet, wie viele Leute man werben kann und je nachdem verdient es gut. Wir können uns nicht beschweren, wir sind beide Studenten, brauchen dementsprechend das Geld und deswegen schreiben wir auch so laut, Presse gratis. Das ist uns so engagiert, genau. Damit wir unser Geld bekommen. Genau, verdient kann ich dir jetzt nicht öffentlich sagen, aber es reicht für ein nettes Studentenleben. Genau. Und könnt ihr mal von einem lustigen Erlebnis bei der Presse erzählen? Ein lustiges Erlebnis bei der Presse. Ja, nach einer Zeit fängt man an, Witze und Späße mit den Leuten hier zu machen und einfach nur noch Blödsinn zu bauen. Das ist so das Lustigste, was man macht. Aber so, also es ist durchgehend. Wir halten sein Level, genau. Ja, genau. Wir machen uns das Leben hier lustig. Genau. 4 Tage lang Messe. Okay, danke für das Interview. Danke.